Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperion Galactic Survival. Und wieder mit dabei ist der Onkel. Ja, halli, hallo, hallöchen. Und wieder leider nicht dabei ist der Rivano, denn er hat immer noch Internetprobleme. Hey Leute! Genau, das war das Imitat von Onkel. Nee, er hat leider immer noch die gleichen Probleme, das haben wir ja schon mal erzählt. Und deswegen kann er immer noch nicht mitzocken. Leider, leider. Aber was soll man machen? Richtig. Du musst jetzt definitiv noch in deinen Schrank gehen und deine Sachen rausholen. Mein Schrank. Ach, genau. Denn es gibt ja hier Und immer noch ich so einen habe kleinen gerade Bug. eben die Idee gehabt oder den Vorschlag gehabt, wieso bauen wir den Fabricator mal nicht neu? Weil da steht so doof in der Wand irgendwie, wenn ich das jetzt zum dritten, vierten Mal angucke, sieht das scheiße Welche aus. Wand? Da Na ist keine hier, Wand, wo er drin ja steht. doch hier. Ja, da eben, das stimmt, da ist keine Ja, Wand. weil Ja. da keine Wand ist, genau. Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Wir hatten doch auch hier draußen Sachen. Die Frappe. Also Ah, es wird noch erstmal Tagesziel, Frappe den Fabricator umzusetzen. Würde ich mal behaupten. Allerdings habe ich gerade gesehen, dass wir kaum noch Munition haben für unsere Terrain-Verdampfer. Deswegen werde ich da jetzt mal gerade. Ach, sorry, ich bin ja jetzt an deinem gerade. Das ist Mein lieber Freund. mein lieber Freund. Wir haben uns ja gerecht aufgeteilt auf die beiden Fabricators oder gerecht mit Nee, Ä? das sind ja Constructor. Ja, wir haben uns ja gerecht aufgeteilt. Also Gerecht wir mit haben Ä. die Materialien gerecht aufgeteilt und entsprechend auch die Produktionen gerecht aufgeteilt. Okay. Verstehst? Gerecht. Gerecht. Mit Ja, ist Ä. das nicht gerecht? Nein, mit Ä. Gerecht. Gerecht. Ja. Von So. Rechen. Genau, Baust du von den Recht. Fabricator oder soll ich den Fabricator bauen? Den kannst du gerne bauen, weil ich baue jetzt gerade Munition und Okay. sehe gerade. Ich habe Ach ja so, wir haben ja angefangen gehabt. draußen noch diese Dinger im Fabric, in dem kleinen Fabricator. Ach stimmt, die Materialien, ne? Ja, aber da ist gerade mal, ja, ein bisschen Eisenbahn. Aber wie könnte man das denn der Okay, Hälfte davon ich nehmen? würde sagen, nimm das mal raus, weil bei mir ist gerade dieser tolle Bug wieder, dass ich den nicht sehe. Ach so, ja, dann Ja. hau ich dir die Hälfte bei dir rein, oder? Alles klar. Boah, Supi. ich stand jetzt mal wieder total auf dem Schlauch. Was will er denn jetzt von mir? Ja, das hatten wir ja schon mal, Ja, du dass musst mich schon wir. ranlassen. Achso, Sonst ja, wird sorry. nichts. Natürlich. Bitte sehr. Gönnt Dankeschön. mir. Wie könnte man denn. Oh, Scheiße. Wie könnte man denn die Ist zum Beispiel Hälfte. cool. Ach, mit Dings. Mit rechter Maustaste. Gut, okay. Genau, mit Dings. So, So, ich muss ist mal gerade drin. schauen. Ich habe nämlich kaum noch Gesundheit. Beziehungsweise noch Hälfte. Danke. Nahrung haben wir ja kaum. Ach, wir können uns Medipacks herstellen. Das ist doch super. Genau, da hat nämlich ein Zuschauer von dir gesagt, dass man Medikits mit diesen Alien-Teilen herstellen kann, ne? Ne? Was? Nö, jetzt will ich nicht mehr. Du hörst mir ja gar nicht zu. Doch, ich höre dir zu, aber du kannst jetzt gerade froh sein, dass ich keine Munition mehr Achso, ich lade gerade meine Gesundheit auf. Nein, ich sagte, ein Oh, Zuschauer hat ich dir doch hab. sogar ge Entschuldigung. hat dir doch Ja, ich geschrieben, weiß, das habe ich dass. verstanden und deswegen wollte ich dir Okay. gerade einen Rücken schießen. Aha. So. Er muss immer auf Munition die ist negativen fertig. Sachen anspielen. So, ich hatte doch angefangen hier mit den Bauen von Cockpit und RCS und also um so ein Raumschiff zu bauen. So ein kleines. Beziehungsweise Ground. Nee, Ground Weasel wollte ich nicht. Ich wollte gleich ein Small Weasel, also ein Raumschiff. Allerdings muss ich mal gerade schauen, ob ich da überhaupt alles für habe. Dann könnte ich das nämlich schon bauen. Also errichten. Ich brauche zwei von den Also, Computern. du weißt schon. Ja. Was bitte? Ich brauche zwei von den Computern. Fiel mir gerade auf. Dann bau dir zwei von den Ja, Computern. mache ich auch. Ja, dann mach das. Ja, ich suche bloß. Ach, da. Was redest du dann noch? Dann mach es einfach. Ja, ich rede ja für mich. Ach so. Also nicht, also. Für dich. Also. Steuergerät. Ich mache das natürlich, ich bin natürlich sehr geizig und hau mir nicht so viel rein. Ich baue wirklich bloß das, was ich dann. Weil am Ende, ja, sagt der Ja. Gabax dann nämlich, Alter, ich hab nichts mehr, kannst du mir was borgen? Und dann habe ich was frei, habe ich was gut bei, ne? Ah ja, okay, das macht Sinn.
Ernsthaft? Warum habe ich? Warum? Achso. Gut, Alter, wie schnell hat denn das gebaut? So, dann fehlt mir das nicht mehr. Generator habe ich jetzt. Treibstofftank habe ich. Konstruktor habe ich. Richtungsschubdüsen, genau, da habe ich da oben. Ah ne, das waren die richtigen. Und bitte, liebe Leute, scheißt mich nicht wieder zusammen, wie ich das hier handle. Ich muss erstmal reinkommen. Später wird das natürlich alles schneller gehen. Erstmal wieder reinkommen. Dann komm mal in die gute Stube. Wo ist denn das scheiß so, ich habe jetzt für links, für rechts, dann brauche ich für unten und für oben noch eine. Und für vorne und hinten baue ich dann wohl eher richtige Schubdüsen und nicht nur Richtungsdüsen. Elektronik brauche ich noch. Oh, was kommt denn da? Tipps. So. Na, wo haben wir es denn da? Boah. 6 Elektronik. Und Kabel. Wo haben wir denn die Kabel? Da. Kabel! Und während die das produzieren. Na, so. Werde ich jetzt mal kurz auf die Jagd gehen. Haben wir denn überhaupt Munition? Ich glaube nicht. Wo ist denn die ganze Munition hin? Ich glaube, die haben wir das letzte Mal verschossen, oder? Ernsthaft? Ich glaube ja. Bist du sicher, hast du bei dir keine Munition mehr? Also mir war so, dass wir noch Munition hatten. In Teile. Ach, siehst du mal, das ganze Fleisch ist vergammelt, weil wir es nicht in den Kühlschrank gelegt haben. Hatten wir Fleisch da drin? Nee, das waren doch Pflanzen. Das Fleisch hat man also alles. Also hier steht verdorbene Lebensmittel. Steht natürlich nicht dran. Ja gut, dann muss ich also noch Munition herstellen. Was haben wir denn hier? Das ist 5,8 mm. Das ist das hier. Ja. Badabam. Ist natürlich doof, wenn er gerade die Kabel kreiert hier. So, jetzt brauche ich nochmal. Das brauche ich mal. Ich will mal das. Aber ich will jetzt die ganze Zeit hier nicht am Konstruktor rumstehen. Ich glaube, dann baue ich erstmal gerade was ab. Wir brauchen. Ach, die Medikits hast du schon verarbeitet, oder was? Ja. Oder kannst du kannst du Fieber, also Fieber mit. Also wie heißt das? Fieber mitbringen? Fieber? Fiber. Fiber, genau. Fiber. Weil die brauchen wir nämlich für die großen Medipacks. Die können wir uns dann nämlich basteln mit den Alien-Teilen. Mit den besagten bösen Alien-Teilen. Okay, wenn ich weiß, wo ich Fiber finde. Wahrscheinlich irgendeine das Pflanze. Das sind diese kleinen. Ich hab den ganzen Traktor groß. Das sind, glaube ich, dieses. Das haben wir das letzte Mal rausgefunden. Vor Jahren. Was Fiber ist. Die Fasern, ja, hab's. Die sehen so unscheinbar aus. Die sehen aus wie diese Sträucher, die man nicht aufheben kann. Hopp, hopp, los. Fabricator, komm. Hopp, hopp, los. Das ist ein Konstruktor, kein Fabricator. Meine ich doch. Komm. Hopp, hopp, Konstruktor. Hopp, hopp. So, mal gucken, was ich jetzt eingesammelt habe. 15 Fasern, reicht das? Oder brauchst du noch mehr? Ich brauche noch mehr. Mehr. Brauchst du noch mehr? Noch mehr. So, okay, jetzt brauche ich das Abbauwerk. Terrainverdampfer und hier haben wir den Zerleger. Okay, und tschüss, lieber Konstruktor. Oh, hier habe ich eine schöne Steinkonstruktion. Warum ist denn jetzt hier auf dem Fußboden? Na, also Dinge. Also sowas. Ach, guck mal. Eine Spinne. Oder was auch immer du bist. Hier, was? Indikator. Ja, hier draußen läuft irgendein Vieh rum. Was ich nicht identifizieren kann. Alter. Alter. Achso, warte mal, das ist doch so richtig. Genau. Jetzt gucke ich vorne. Die werden ja, glaube ich, warte mal, wir haben es ja so. Zornig, ne? Wir haben es ja so umgestellt. Machen wir das auch so rum. Jetzt sieht es wenigstens baugleich aus, aber halt von der anderen Seite. Ist egal. Meins ist das mit Display und deins ist das ohne Display. Du hast eine Kasten, ich habe ein Display. So. Aha. Tu nicht so desinteressiert, Junge. Achso, ich muss das wieder hier. Aha. Gucken wir mal. Drücke F, ja.
So, wo soll ich das Fiber reinpacken? Vorne in den... ins Kochstudio. Ich habe es getan. So, dieses ganze Gammelzeug, das können wir eigentlich mal stacken, ne? Ja, das kann ich dann... Da kann ich dann wieder Dings bauen, damit... ich will ja noch meine Beete bauen. Deine Beete und Bute. Richtig. So, dann kann ich ja jetzt endlich meine Schubdüse bauen. Aber ich habe jetzt links, ach, rechts... Ach, kacke, ich brauche die Aloe Vera. Hm. Ah. Eben gerade war ich draußen. Ich hab's gemerkt. Ja. Ich geh mal kurz in den Taktikbaum. Technikbaum. Taktikraum, was? Baum, nicht. Ja, ich weiß, Traum. Aber du hast Traum gesagt. Echt? Den Taktik, so. Du hast gesagt, den Taktikraum. Ich hab Taktikbaum gesagt, ja. Small Weasel, da brauche ich nämlich die Schubdüsen. Ich bin ja jetzt Level 10, schon seit längerer Zeit. Nämlich die schrägen oder die normalen? Ich nehme erstmal die normalen. Ja, freischalten. Ich habe jetzt genug Punkte. Die schrägen können natürlich auch nicht. Ach, guck mal, da waren ja schon welche drin. Habe ich mir schon welche gebaut gehabt? Okay, die schrägen verbrauchen weniger Kilowatt, haben eine niedrigere Schubkraft, aber wiegen mehr. Aha. Also, das sind Fahrwerke, okay. Schubdüse gepanzert. Das Haus ist zu, lalalala. Jetzt gefällt es mir schon viel besser. Sehr schön. Basis Starter Kit Deko. Capital Weasel. So, jetzt hätte ich zum Beispiel hier gerne eine Türe gemacht. Passt das hier genau dazwischen, so eine ein Tür? Warp-Antrieb? Ernsthaft? Ja, Warp-Antrieb? Geklappt. Du hast gehört, ein Warp-Antrieb. Ich schau mal gerade. Es hat funktioniert. Aha. Wahrscheinlich um zwischen den ganzen Planeten. Alter. Ja, okay. Ich gehe von aus, dass es daran liegt. Weil der weiteste Planet hier, oder der weiteste Orbit, ist 5,8 AUVIC. Also Astronomic Units. Das sind, ja, weißt du, ne? Eine Astronomic Klar. Weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht. Woher auch? Ja, also eine Astronomic Unit, beziehungsweise eine EU in Deutsch halt, ne? Ist 150 Millionen Kilometer, das ist der Abstand zwischen Erde und Sonne. Genau zu sagen, eigentlich 149, irgendwas, aber man hat sich darauf geeinigt, das zu runden. Auf 150 Millionen. Okay. Na, wenn du das sagst. Ja, und danach wird halt die ganze Entfernung berechnet. Von uns. Warum ist denn jetzt eigentlich hier eine Tür? Ja. Was soll ich denn da hin machen? So toll ist das. So, jetzt nehme ich erstmal hier den Rumpf. Nee, in die Warteschlange wollte ich das nicht. So, dann das Cockpit. The Cockpit. So, dann Treibstoffzelle. Generator. Constructor. Dann die Richtungsdüse. Gehweg. Fehlt mir noch eine Richtungsdüse. Warum gibt es denn hier zwei verschiedene Gehwege? Was ist denn da der Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da nicht mal wirklich einen Unterschied. Kann man das ranzoomen? Warte mal. Warte mal. Zoom. Zoom mal ran. Genau. Ich glaube, die haben andere Muster. Aha. Ich glaube, ich sollte dieses benutzen. So, dann brauche ich zwei Motoren. Wobei ich brauche ja vorne und hinten Schub. So, guck mal, wie man das zum Aufteilen hat. Ich brauche nur eine Richtungs... Aufteilen. Oh, wir haben wieder viel zum Aufteilen, oder Max? Oh, aufteilen. Aufteilen. Ich komme aufteilen, Gabax. Das ist sehr schön. Oh, irgendwie ist das Wasser schwarz geworden. Kann das sein? Entschuldigung. Entschuldigung, sagt er. Achso, ich hatte mein Helm nicht an. Also, dass er wirklich nicht einmal eine Sekunde die Luft anhalten kann, ist ja schlimm. Du musst da noch eine Rampe bauen bei den Türen, weil so kann man hier ganz schlecht rein. Na, hier ist ja sowieso noch ein anderer Raum hin, wo du gerade hier rein willst. Okay. Aber wir können natürlich erst mal eine Rampe bauen, dass bis da der Raum hinkommt, das deswegen. Wird noch ein kleines bisschen dauern. Nach hinten raus kommt jetzt erstmal das. So. Jetzt brauche ich einmal das. Einmal. Ich dachte, ich hätte die Schubdose schon gebaut. Wohl doch nicht. Brauche ich noch drei Kabel und doch verdammt. So, jetzt kommst du wieder rein. Halt, habe ich hier draußen überhaupt eine Schlampe. Sechs und davon drei. Was, du hast geschlampt? Eine Schlampe habe ich hier draußen noch gar nicht aufgehangen. Also Frechheit, was ich hier mache. Ah. Ich vergesse draußen zu beleuchten.
Mann. Schrecklich. Wow. Moment mal. Warte mal. Moment. Wie mache ich das nochmal? Ja, bitte. Das haben sie doch jetzt neu gemacht, dass man irgendwie einen Block erstmal braucht, so einen Kernblock für zum Beispiel ein Raumschiff. Nee, das war eigentlich schon immer so, dass du den Kernblock brauchtest. Nee, man konnte das auch sonst so bauen. Und zwar? Jetzt hat man ja hier tatsächlich Kern. Ach, du siehst es ja selber. Gebaut. 8 davon. Da bauen wir noch 8 davon. Zack. Und ein Kern. Hallo, gehst du mal bitte hier ran? Hallo? Ein Kern! Der deinen Namen trägt. Genau. Da, ich kann ihn sogar bauen, das ist ja super. Allerdings verbrauche ich gerade die Materialien, die ich gerade gebaut habe, um die Schubdüse zu bauen. Ich Superheld. Echt so schlau. Okay. Ich brauche mehr. Mehr, mehr. Mehr. Genau, das wollte ich nämlich auch mal endlich herausfinden, da man jetzt ja deutlich mehr Planeten hat und verschiedene Orbits davon, ne? Muss es ja jetzt funktionieren, dass man mit dem Raumschiff sowohl vom Planeten runterkommt, als auch auf dem Planeten wieder runter. Rauf, meinst du? Ne? Also vom Planeten runter fliegt und auch wieder landet. Ja. Was lasst du denn? Ja, weil von dem Planeten runter und wieder runter. Nein, ich sagte, auf Planeten runter und auf den Planeten runter. Ja, war verdrückt ausgedutzt. Ist schon okay. Ich weiß. War alles Absicht, weißt du. Ach so, na dann. Zur Unterhaltung. Ja. Zu deiner Unterhaltung. Ja, zu meiner Unterhaltung. Genau. Damit du was zu lachen hast. Was ist das denn? Also das ist ja kacke gemacht. Versuch mal bitte rauszugehen auf die Brücke. Hier hinten. Was haben sie denn da für einen Kack gemacht? Denkst du doch? Ja, vielleicht hast du es auch falsch gesetzt. Vielleicht hättest du es ein Stück tiefer machen müssen. Nee, dann ist es ja ganz weit unten. Aber es sieht echt lustig aus, diese Riefeln hier. Also diese... Ja, was auch immer. Du weißt schon. Ist cool. Ja. Ist cool. 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 Das konnte man ducken? So. Ach so, ich will das Ding... Schubdüse. Nee. Oh. Dann brauche ich wahrscheinlich noch, bevor ich hier loslege. Andockplatte oder Fahrwerk? Glaub, ich baue mal lieber 3 Fahrwerke. Weiß halt nicht, ob dem Raumschiff das nicht gänzlich egal ist, aber hey. Gibt es eigentlich hier ein Geländer oder sowas? Ein Geländer. Ach toll. Innenwand. Hat gerade für einen gereicht. Innenwand. Also noch mehr Elektronik. Elektronik. Und was machst du jetzt hier? Willst du eine Brücke einmal komplett rüber übers Meer bauen oder was? Da geht's hier. Ich will bis zu dem Meer bauen und da hinten kommt dann. Ach, geht mir das auf den Sack. Da hinten kommt dann. Hier über das Wasser kommt dann unser Gewächshaus hin. Ah. Ich will bloß einen kleinen Absatz haben zu unserem Hauptgebäude. Alles klar. So. Energie haben wir auch noch genug. Nee, doch nicht. Bau mal ganz schnell Energiezellen, bitte. Ich hab nur noch welche drin. Achso, dann mach mal ein paar raus. Wir brauchen. Ich sehe gerade, wir brauchen unbedingt Prometheum, ne? Ja, wir haben es das letzte Mal sein lassen, weil wir gejagt wurden. Ah. Müssen wir definitiv. Möchtest du das denn hin, du? Die Energiezellen? Ja, in den. Hier, in den Tank rein. Da. Ach, da hinten? Oh, ich hab den nicht gesehen, ja. Den Tank. Da musst du mal auch aufmachen, ne? Ja, du nicht auch noch frech. Was? Ich werde nicht frech. So. Also, ich habe hier definitiv noch Energiezellen drin. Die tue ich aber auch mal vorne in die Kiste rein. Damit jeder an diese Kiste rankommt und mir nicht später sagt, ich habe keine Ahnung. Mein Charakter braucht langsam was zu fressen, ne? Dann brauchen wir Munition.
Munition habe ich gebaut, 50 Stück. Dann das reicht du, zwar dann nicht, kannst aber... du jagen gehen. Achso, nee, dann kannst du noch nicht jagen gehen. Metallstücke brauche ich. Assi, warum hat es denn hier kein Fenster? Kein Geländer? Das fehlt hier irgendwie. Oder muss man sich das erst freischalten? Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Technikbaum, der Technikbaum. Kondensator, nee, das ist auf jeden Fall. Technik. Technikbaum. Base. Was der Base? Das ist auch nicht. Base. Das ist auch so. Nicht. Mix. Oh, hier kann man dann auch große, hast du das letzte Mal schon gesagt, ne, mit den großen Energiezellen. Ach scheiße, wir brauchen ja Metallstücke, keine Stahlplatten, ach ich Idiot. Nee, nur ein Fenster schräg kann man später bauen. Ja gut, ich baue jetzt auf jeden Fall noch Munition und ich würde sagen, wir machen auch mal Schluss an dieser Stelle. Oh. Ja, es war wieder mal eine ganz ruhige Folge, mein lieben Freunde. Genau, dann können wir nämlich in der nächsten Folge einmal kurz was jagen gehen, damit wir was zu beißen haben. Und danach werde ich auf jeden Fall das Raumschiff weiterbauen. Ach. Beziehungsweise mal anfangen zu bauen. Also hinzusetzen. Ja. Das wäre schön. Na, okay. Nee, du hast die Ansage gemacht. Du darfst. Ja, du darfst. Okay. Ja, du hast ja, würde ich sagen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal ein Däumchen da lassen und auch mal beim Onkel vorbeischauen. Also beim German sage ich schon, beim Gamers Check LP. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann ciao. Tschüss.